Bei sehr grosser Waldbrandgefahr herrscht extreme Trocknung. Das heisst, nicht nur der Boden, auch die Äste, die ganze Vegetation ist ausgetrocknet. Es braucht wirklich nichts, für das ein Waldbrand entstehen kann. Und wenn einer entsteht, dann ist der sehr schnell auf sehr grosser Fläche. Und das ist auch sehr, sehr schwierig zum Löschen. Und es entstehen sehr gefährliche Situationen. Bei sehr grosser Waldbrandgefahr gilt ein absolutes Feuerverbot. Das heisst, man darf nicht nur im Wald kein Feuer machen oder in der Nähe des Waldes, sondern auch im Garten und überall im Freien.